Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor ein paar Tagen das Explosion Box Board von We Are Memory Keepers gezeigt und da habe ich euch auch gesagt, dass ihr damit noch ganz viel mehr machen könnt als nur eben diese Explosion Boxen. Und genau das wollte ich euch heute zeigen, nämlich ich habe ein paar andere Boxen, die ihr auch damit machen könnt und dann habe ich auch noch eine sogenannte Squash Card. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Wie gesagt, heute geht es darum, dass ich euch einfach noch ein bisschen verschiedene Varianten von den Boxen zeigen. Ich hatte euch schon die normalen Explosionsboxen gezeigt, die ihr hier mitmachen könnt. Das waren einerseits die hier und dann andererseits auch die, wo ich für jede einzelne Box einen Deckel gemacht habe. Und wenn ihr das Video verpasst habt, dann verlinke ich euch das oben in der Ecke. Ich verwende hier einfach einen 12x12-Inch Cardstock von Cricut. Das ist so eine Sampler-Box, wo es ganz viele verschiedene Farben hat. Und ich nehme da jetzt einfach mal rosa. Und 12x12-Inch wäre ja das, was wir verwenden würden hier für die XXL-Box. Das ist diese Box hier. Aber ich werde es ein bisschen anders falzen und dadurch bekomme ich auch eine andere Größe der Box. Das heißt, ich lege das hier in die Ecke und ich falte das bei der XXS-Linie und nicht bei der XXL-Linie. Ne? Und zwar ringsherum. Die Ecken mache ich nicht, sondern ich schneide die jetzt eigentlich auch schon zu. Und zwar schneide ich die so, wie ich Boxen normalerweise schneide. Das heißt hier entlang der gefalzten Linie bis in die Ecke. Und dann schräge ich hier diese Lasche auch gleich an. Und das mache ich in allen Ecken quasi so wie eine Windmühle. Ne? Dann können wir hier auch die Falzlinien schon nachziehen. Das ist jetzt nicht der stärkste Cardstock. Ich würde behaupten, steht leider auf der Verpackung nicht drauf, aber ich würde behaupten, das sind an die 200 bis 220 Gramm. Aber ich matte das noch und dadurch gewinnt es dann auch wieder an Stärke. Und jetzt seht ihr auch schon, dass das hier eine größere Box wird als, ne? Die hier, wenn wir die ganz normal an der XXL-Kante entlang falzen, wird höher, dafür aber auch schmaler. Und wenn wir es eben nur mit der XXS-Linie, ne, falzen, dann wird die größer in der Fläche, aber einfach weniger hoch. Damit der Boden so ein bisschen noch an Stärke gewinnt, werde ich das noch matten und das ist ein 200 Gramm Motivpapier, ne, nur einseitig bedruckt und ich messe mir jeweils einfach die Fläche ab und gehe dann einen halben Zentimeter kleiner. Und so klebe ich das hier innen drin noch fest. Ihr könnt es natürlich, ne, hier innen drinnen und außen und auch unten auch noch matten, wenn ihr noch eine robustere Box haben wollt. Für mich, für den Zweck, wo ich das brauche, reicht es eigentlich. Und so kann ich quasi die Box auch noch zusammenkleben. Und ich mache das wie immer mit Flüssigkleber. Ihr könnt da natürlich auch einen anderen Kleber verwenden, wenn ihr das lieber habt. Und hier gucke ich einfach an den Ecken, dass die Kanten schön aufeinander liegen.
und dann streiche ich das mit dem Falzbein einfach noch fest. Yesterday was supposed to be quiet. Ich habe gerade gemerkt, dass der Rand doch noch ein bisschen Verstärkung braucht und deshalb mache ich hier eine Mattung innen drinne. Dann kann ich auch gleich die Klebelaschen verstecken und da habe ich ganz einfach Streifen geschnitten in 20 cm in der Länge und 4,5 cm in der Höhe. So, dann haben wir die Klebelaschen innen drinnen schön abgedeckt und das Ganze ist jetzt auch noch ein bisschen robuster als Box. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch einen Deckel drauf. Für den Deckel, was ich da brauche, ist die Länge der Box. Das sind eben 20,5 cm, ne? Hier diese Kante. Und da sie viereckig ist, ist sie überall gleich. Das heißt, ich habe diese 20,5. Bei der Lid bin ich hier von dem Rand bis zur Lidlinie sind es 2,9 cm. Die brauche ich zweimal. Und dann, wenn ich, je nachdem wie stark ich gemattet habe, hier habe ich jetzt außen nicht gemattet, von dem her nehme ich hier einfach nochmal 0,2 cm dazu, damit hier auch wirklich der Deckel ein bisschen größer ist und über die Box geht. Von dem her brauche ich jetzt ein Stück Papier, was 20,5 plus 2,9 plus 2,9 plus 0,2. Dann landen wir bei 26,5 cm. So schneide ich mir kurz ein Stück zurecht. So, jetzt habe ich hier das Stück, was 26,5 x 26,5 cm ist. Und das, da ziehe ich jetzt hier bei der Lidlinie die Falzlinie. Und das auch ringsherum. Diese Ecke hier, die ziehe ich nicht, sondern ich schneide das wie einen ganz normalen Deckel einer Box. Das heißt, ich schneide hier entlang der Falzlinie rein bis zur Ecke und schräge hier die Klebelaschen leicht an. Und auch hier wieder ringsherum. Und dann können wir hier die Falzlinien auch nachziehen. Bevor ich den zusammenklebe, gucke ich jetzt noch, was ich hier für eine Mattung obendrauf brauche. Das heißt, ich messe von Kante zu Kante oder von Falzlinie zu Falzlinie. Dann bin ich bei 20,8 minus 0,5 sind 20,2. Das ist dieses Papier hier. Und von der Höhe her haben wir 2,8. Dann nehme ich 2,3. Mal auch die 20,2, ne? Und so kann ich das auch noch draufkleben. Geht ein bisschen einfacher, das jetzt zu machen, als nachher, wenn der Deckel zusammengeklebt ist. Natürlich wäre das jetzt noch schöner, wenn das Designpapier auch mit dem Muster übereinstimmen würde, aber ich habe mein Designpapier, was ich hier verwende, hat jeweils nur eine Seite und ja, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, ne? So, jetzt können wir auch hier den Deckel noch zusammenkleben. Away. We were dancing.
Jetzt, damit man die Box dann noch ein bisschen besser öffnen kann oder vom unteren Teil lösen kann, mache ich hier jeweils noch mit so einer Kreisstanze einen Halbkreis rein. Und ich gucke einfach, dass ich hier schön in der Mitte lande. Und dann stanze ich hier einfach noch den Halbkreis aus. So, dann haben wir hier auf beiden Seiten schön eine Ausbuchtung. So, und so kann das Ganze jetzt quasi auf die Box drauf. Sollte eigentlich passen. Wunderbar. Hat ein kleines bisschen Spiel, das heißt, das lässt sich wirklich gut heben und wieder schließen. Und eben je nachdem, wie stark ihr das auf der Seite dann noch mattet, dann macht ihr den Deckel einfach ein bisschen enger oder weniger eng. Also, ne? Und ihr seht, so könnt ihr ganz einfach mit diesem Brett auch eine große Box machen, die jetzt fast 21 cm ist in der Breite, also Breite und Länge, und in der Höhe ist sie 5 cm. Na? Das ist diese Box hier. Dann nehme ich wieder ein 12x12-Inch Blatt und diesmal falze ich es nicht bei der XXS-Linie, sondern bei der N-Linie. Und das auch ringsherum. Auch hier werde ich die Ecken nicht falzen, sondern das ganz normal wie eine Box zusammenkleben. Das heißt, ich schneide auch hier wieder an allen Ecken das ein und kürze die Klebelaschen ein oder schräge sie an. Diese matte ich gar nicht, sondern ziehe jetzt hier einfach kurz die Falzlinien. Ich gucke mir da jeweils einfach so ein bisschen an, für was wird die gebraucht. Wird die nachher auch noch weiterverwendet, dann stärke ich sie ein bisschen besser oder verstärke ich sie ein bisschen besser. Und wenn ich weiß, das ist einfach nur eine Geschenkbox, da kommt ein Geschenk rein und die wird nachher nicht weiterverwendet oder ziemlich wahrscheinlich nicht weiterverwendet, da mache ich jetzt auch nicht eine riesen Mattung drauf, ne? So, das. Und so klebe ich auch das hier kurz zusammen. Hier, na, bei den beiden Laschen guckt einfach, dass die Lasche hier nicht außen liegt, sondern schon innen liegt. Dann geht es dann auch ein bisschen einfacher nachher. Dann haben wir hier wunderbar schon die Basis von unserer Box. Und wie gesagt, na, ihr könnt die innen, außen, matten, so viel wie ihr das gut findet, ne, so wie ihr das gerne machen möchtet. Und auch da würde ich jetzt einfach die Fläche abmessen und 0,5 cm dann jeweils kleiner gehen für die Mattung. Jetzt brauchen wir hier noch natürlich auch wieder einen Deckel dazu. Und hier sind wir jetzt bei, ich messe da kurz oben, 15,3. Dann, wie auch vorhin schon, haben wir hier von der Lid her, das waren 2,9 cm, das heißt die 15,3 plus 2,9 plus 2,9 plus 0,1. Mache ich jetzt bei mir, weil ich habe überhaupt nichts gemattet, sonst wird der Deckel dann zu groß. Das heißt, ich brauche hier ein Blatt, was 21,2 cm groß ist, mal 21,2 cm. Das ist das Blatt für den Deckel und auch da ziehe ich ganz normal wieder die Linien bei der Lid ringsherum, aber die Ecken lasse ich auch wieder sein.
heißt, hier diese Linie ziehe ich nicht. So, dann können wir auch das wieder schneiden, wie immer. Ne, hier der Kante entlang bis in die Ecke und dann die Laschen anschrägen. Dann können wir auch hier die Falzlinien wieder nachziehen. Und dann gucke ich mir an, wie ich das machen will. Hier auch die Fläche. Da sind wir jetzt bei 15,5. Das heißt, hier verwende ich ein Blatt, das 15 cm ist, mal 15 cm. Und die hier sind logischerweise von der Breite her, oder von der Länge her auch 15 cm, von der Höhe her sind wir hier bei 2,8, das heißt, ich nehme hier 2,3. Dieses Mal hatte ich ein bisschen mehr Papier zur Verfügung, somit kann ich das dieses Mal auch richtig platzieren, ne? Dass das dann auch ein bisschen besser passt. Und genau so klebe ich das auch noch hier drauf. Und da können wir auch hier die Ecken noch festkleben oder respektive den Deckel quasi zusammenkleben, ne? It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened. Und dann haben wir auch den Deckel schon für diese Box. Da mache ich jetzt diese Eingriffe nicht, weil ne, da ist ja der Deckel massiv kürzer als die Box selber. Passt wunderbar drüber. Ne? Und auch, weil ich die jetzt nicht gemattet habe, aber die Laschen, die Klebelaschen, sind ja relativ breit hier innen drin. Von dem her gibt es dem auch noch mal so ein bisschen Stabilität. Und ihr merkt schon, also hier habt ihr schon auch mit einem 200 Gramm Papier eine relativ stabile Box. Und hier von der Größe her haben wir hier 15,5 cm mal 15,5 cm und in der Höhe sind wir bei 7,5 cm. Ne? Das als Vergleich, die mit dem 12 Inch mal 12 Inch Blatt eben, ne, die normale XXL Box, so ist es, wenn ihr es mit der XXS Falzlinie falzt und so ist es, wenn ihr das mit der M-Linie falzt. Ne? Also ihr seht schon, dass ihr mit dem gleichen Papier, wenn ihr dann variiert, auf welche Linie ihr quasi das falzt, dass ihr da schon ganz andere Boxen bekommen. Ne? Man könnte auch die ist jetzt eine Explosionsbox, aber ihr könnt natürlich auch die Größe ganz normal, so wie ich jetzt die beiden Boxen hier gemacht habe, könntet ihr auch die als einzelne Box zusammenkleben. Was ist jetzt, wenn ich gerne nicht eine eckige Box, also eine viereckige Box haben möchte, sondern eine längere? Dann nehme ich jetzt hier, ne, ich habe hier ein Blatt, das ist 12 Inch mal 9 Inch. Und das falze ich jetzt bei der, was haben wir hier, M-Box. Ne? Hier, M-Linie, ringsherum das Falzen. Und das schneiden wir jetzt auch ganz normal wieder wie die anderen Boxen. Das heißt, ich schneide hier entlang der Kante rein bis zur Ecke. Und schräge die Klebelaschen an. What
today. Remember when we stole your mother's car? We drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. Dann können wir auch hier wieder die Fahrtlinien nachziehen. Und die klebe ich jetzt genau gleich wie alle anderen Boxen auch wieder zusammen. Und hier gucken, dass die Lasche eben auch schon drin ist, ne? Sonst könnt ihr danach hier keinen Kleber mehr dran bringen. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn. Sonderle. Und dann haben wir hier eine längliche Box anstatt, ne, das war hier die quadratische M. Und jetzt habt ihr quasi das einfach zweimal. Also von der Breite her. Da müssen wir jetzt auch wieder abmessen, wie groß denn jetzt unser Deckel sein muss. Das heißt, hier einmal von der Breite her sind wir bei 15,4 und auf der Seite sind wir bei 7,7. Das heißt auch hier, na, wieder die eine Seite sind die 15,4 plus, wo habe ich das hier, plus 2,9 plus 2,9 plus 0,1, weil ich nicht gemattet habe. Und von der Höhe her habe ich 7,7 plus 2,9 plus 2,9 plus 0,1. Und das ergibt bei mir 21,7 cm mal 13,6 cm. Dann können wir auch hier wieder bei der Lid die Fahrtlinie ziehen, ne? Weil es ist ja der Deckel. Dann schneiden wir auch den wieder, wie alle vorher auch schon. Dann kann ich auch hier die Fahrtlinien nachziehen. Und somit brauche ich für die Mattung hier ein Stück, was 15 cm, mal auf dem Schreibtisch hier, 15 mal, es sind 7,9, somit sind es 7,4. Und hier die Seitenstreifen sind natürlich auch 15, aber die wieder mal die, was hatten wir, 2,8, sind es 2,3. Und so schneide ich mir nur kurz ein Designpapier zurecht. Und dann kann ich auch das hier noch aufkleben. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when, way back when. Remember when my father taught us how to play guitar? Und dann kann ich hier auch den Deckel noch zusammenkleben. And we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far. But after a week or so, it all just fell apart. So, und dann haben wir hier auch wunderbar einen Deckel für unsere längliche Box, der wunderbar hier drauf passt. Und ihr seht eben, ne, je nachdem, in welcher Größe ihr das Papier zurechtschneidet, Größe haben wir gar nicht gesagt, ne? Hier sind es 15,5 mal 7,8 cm und in der Höhe sind es 7,5 cm. Ne? Das hier, diese längliche Box. Und eben, ihr seht, ne, das waren beides 12x12-Inch Papiere. Und hier hatten wir ein 12-Inch mal 9-Inch Papier und das bei der M
Linie gezogen, glaube ich, ne? Hatten wir das. Und das hier bei der, auch bei der M-Linie gezogen und das hier bei der XXS-Linie gezogen. Und so könnt ihr wunderbar eben auch andere Boxen machen als jetzt nur diese viereckigen Explosionsboxen, ne? Und es hilft auch, wenn ihr euch hier die Maße anguckt, ne, von hier, also hier bis zu Lid sind es 1 1/8 Inch oder 2,9 cm, bis zu XXS sind es 2 Inch oder 5,1 cm, XS sind es 2 3/8 Inch oder 5,9 cm, S sind es 2 5/8, ist ein bisschen größer als 2 5/8 Inch oder 6,8 cm, die M sind 3 Inch oder 7,6 cm, die L sind 3 3/8 Inch oder 8,4 cm, die XL ist 3 5/8 Inch oder 9,3 cm und die XXL ist 4 Inch oder 10,1 cm. Und wenn ihr dann diese Maße wisst, dann könnt ihr auch festlegen, ne, wie groß soll jetzt eure Box sein und welches Papier müsst ihr dann dazu verwenden, so wie ich euch das jetzt gezeigt habe, dass ihr dann die entsprechende Box bekommt, die ihr eben haben wollt. Jetzt ist es aber mit dem Board nicht nur möglich, Boxen zu machen, sondern es gibt hier auch eine Anleitung für diese Squash-Karten. Und da werden wir jetzt auch noch ein Beispiel machen, damit ihr auch das mal seht. Für diese Squash-Card sagen sie, ihr könnt 2,25 Inch Papier nehmen und dann bei der Lidmarke des Falzen und dann auch die diagonale Linie oder für größere Karte könnt ihr auch ein 4 Inch Square Papier nehmen und bei der XXS Markierung da die Falzlinie ziehen. Ich mache aber noch was anderes, nämlich ich habe hier ein Papier, was 8 Inch mal 8 Inch ist und na, wir wissen ja, dass hier die XXL 4 Inch ist. Und von dem her, weil ich 8, ne, ich brauche die Hälfte, also kann ich diese 8 Inch jetzt bei der XXL-Linie falzen und habe dann quasi schön die Hälfte und das auf beiden Seiten. Und da müsst ihr einmal diagonal drüber noch die hier, also diese Linie hier ziehen. Dreht ihr das einfach einmal um. Na, jetzt ist die Linie hier und wenn ich hier jetzt wieder ansetze, kann ich die quasi einfach weiterführen. Ne? Und ich habe hier drei Papiere und mit diesen drei Papieren, ne, alle 8 mal 8 Inch, falze ich die genau gleich, wie ich euch das jetzt gezeigt habe, nämlich bei der XXL-Markierung. Weil hier auch schon diese Linie ziehen, dann hier nochmal bei der XXL-Linie, das nochmal wenden und dann hier von der Ecke bis in diese, na, da wo sich die Linien treffen. Das heißt, ich habe hier ein vier, also vier Vierecke jetzt und quasi bei zwei habe ich noch die diagonale Linie. Und das machen wir auch noch mit dem letzten Blatt. Und ich habe hier ein etwas leichteren Karton, der ist nur 170 Gramm. Weil für dieses Squash-Card brauche ich jetzt gar nicht so ein dickes Papier, sondern ich werde da dann das Ganze auch noch matten. So. Und jetzt können wir da schon mal die Falzlinien nachziehen. Das heißt einmal in der Hälfte. Nochmal in der Hälfte und dann noch in die andere Richtung in der Diagonalen. So. Dann seht ihr, na, wenn wir das zusammenfalten, dann bekommt ihr hier so ein Viereck, was man dann wieder auseinanderziehen kann. Ne? Und wenn ich die jetzt alle gefalzt habe,
dann müssten die jetzt alle gleich aussehen. Und die kommen dann, wenn wir uns das angucken. So werden alle gleich, ne? Also diese Ecke kommt bei allen hoch. Und das mittlere drehe ich um, nämlich gerade in die andere Richtung. Und jetzt kleben wir hier diese vier Ecke, wo ich keine Falzlinie habe, die klebe ich zusammen. Das heißt hier drauf und dann das hier drauf. Einfach schön in die Ecke, aber nicht auf die Falzlinie drauf, sonst könnt ihr das schlecht falzen nachher. Oder schlecht umlegen nachher. But we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time right now, way back when we didn't care what they said. Und wenn wir das jetzt richtig gemacht haben, dann legt sich das so zusammen. Das so zusammen und das genau so zusammen. Dann haben wir hier diese drei und ich habe jetzt drei gemacht, da könnt ihr natürlich auch mehr machen, ne? Also ich habe jetzt einfach diese drei beieinander gemacht und wenn man die dann auseinanderzieht, hat man hier quasi verschiedene Möglichkeiten, Bilder aufzubringen. Und die dann eben auch wieder zusammenzufalten, dass ich hier nur dieses Büchlein habe. Jetzt gehe ich hin und matte das Ganze noch so ein bisschen, dass das noch ein bisschen schöner aussieht. Für die Mattung habe ich ganz einfach hier für jeweils eine Seite 9,7 x 9,7 cm Quadrate ausgeschnitten. Das viermal für die Mitte. Logischerweise dasselbe auch auf der Rückseite und hier 6 mal für diese und die habe ich dann einfach in der Hälfte noch geschnitten, damit es dann sich das auch schön legt und das eben 2 mal für die Vorder- und für die Rückseite und das kann ich jetzt alles reinkleben. Und wenn ihr das Ganze dann gemattet habt, dann habt ihr hier so ein kleines Büchlein. Je nachdem, ne, wie dickes Material ihr verwendet habt, gewinnt es dann auch noch an Höhe. Und natürlich auch, wie viele, weil ich habe ja hier nur 3 Blätter quasi ineinander geklebt. Ihr könnt da 3, 5, 7, einfach immer eine ungerade Zahl am besten. Und wenn man das aufmacht, ne, dann klappt sich das Ganze auseinander und da hat man schön hier 4 Vierecke, wo man was aufbringen kann, zum Beispiel Fotos oder sowas. Hier Sprüche und ich weiß, es ist nicht super akkurat geklebt. Ja. Und auf der Rückseite, ne, quasi nochmal dasselbe. Wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich auch wie bei einem Scrapbook zum Beispiel hier eine Graupappe einfassen und das hier nicht matten, sondern diesen Teil auf die Graupappe draufkleben. Dann habt ihr eine starke Außenhülle auch noch. Das geht natürlich auch. Aber ne, das ist eben diese Idee mit diesen Karten. Ne? Und ich habe auch noch was anderes gemacht und ich weiß, einige werden jetzt sicher den Kopf schütteln. Aber bei mir ist es halt einfach so, wenn mir etwas nicht 100% gefällt, dann passe ich das jeweils noch so ein bisschen an. Und genau das habe ich mit den Boxen gemacht, weil irgendwie war das Design nicht so richtig meins. Und das habe ich angepasst. Und zwar sehen die Boxen jetzt etwas anders aus, ne? Hier haben wir die rosa Box. Na, da habe ich jetzt das Hundemotiv reingeklebt und das rosa gemacht, hier das mit den rosa Sternchen und hier kurz ein Fuzzy Cutting gemacht, also von mit der Schere einfach kurz ausgeschnitten. Und wenn ihr euch fragt, vom Designpapier hier, das habe ich tatsächlich aus dem freepick.com
aus der Webseite und habe das aber dann mit dem Adobe Illustrator angepasst. Ich hatte euch da mal ein Video dazu gemacht, wie ihr so ein Designpapier dann gestalten oder umgestalten könnt. Das verlinke ich euch hier oben. Das eben diese Box hier. Und so gefällt sie mir tatsächlich auch wesentlich besser. Dann haben wir hier die grüne und ist immer noch nicht mein Favorit. Ich weiß nicht, was ich mir bei diesem Grün überlegt habe. Das ist nicht so ganz meine Farbe. Aber naja, innen drinne gemattet, außen quasi das Motiv mit diesem Hund. Deckel auch ringsherum nochmal gemattet. Und dann hier auch nochmal so ein Fassikating gemacht. Das war die zweite Box und die dritte, ne, die Orange, da habe ich innen drin hellblau, ringsherum habe ich dieses Motiv mit diesem Hund. Auch ringsherum um den Deckel das gepunktete, oben gepunktet und dann auch hier ein kleines Fuzzy Cutting gemacht. Und so gefallen mir die Boxen definitiv besser und es passt auch so ein bisschen besser zu dem, was ich sonst mache. Ne? Irgendwie war das andere nicht so ganz meins. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr mit diesem Explosion Board auch andere Größen von Boxen machen könnt. Nicht nur diese quadratischen, sondern auch hier, wenn ihr ein 12x12 Inch Papier nehmt, dass es größer ist. Hier auch ein 12x12 Inch Papier. Bei der ersten war es bei der XXS-Linie gefalzt. Hier bei der habe ich die, was war es, die M-Linie, glaube ich, war es. Da habe ich das gefalzt. Und dann kriegt man eine Box, die ein bisschen größer ist, aber nicht ganz so hoch. Natürlich wie die normale Explosionsbox, die man kriegt mit einem 12x12 Inch Papier. Und hier dann eben ein 12 Inch mal 9 Inch Papier, einfach damit ich dann nicht eine quadratische Box, sondern eine längliche Box erhalte. Ne? Das auch eine Möglichkeit. Und das war bei der M-Linie gefalzt. Und dann hier eben noch diese Squash Cards, die ihr machen könnt. Und ne, ich hatte das bei der XXL-Linie gefalzt. Ihr könnt es natürlich auch bei der M, die M, was hatten wir da? Die M ist 3 Inch, also müsstet ihr ein Blatt haben, was 6 Inch ist, ne? 6x6 Inch, dann könnt ihr das bei der M-Linie oder jetzt zum Beispiel bei der XXS, wobei das dann schon sehr klein für so eine Squashkarte, da wären es 4 Inch, also 4x4 Inch, damit ihr hier dann bei 2 Inch das falzen könnt. Aber so könnt ihr auch andere Größen damit machen. Aber wie gesagt, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, ihr habt Lust auch mit diesem Board zu arbeiten und natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I was being next to you way back when.